Hallo, liebe Löwen, ich begrüße euch sehr herzlich zu eurer Liebeslegung für den Sommer 2022. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid oder neu dabei seid und lasst uns gemeinsam hineinschauen in die Energien. Habt auch vielen Dank für eure Abos, Likes, Teilen des Kanals und sonstige Wertschätzung. Ich habe auch gesehen, viele haben noch gar nicht abonniert. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu unserer Community sozusagen dazukommt und ja, euch da ganz verbindlich einfach auch mit zeigt. Das fließt einfach auch dann ganz anders noch mit in die Energien ein und wir finden uns schneller wieder und ich bleibe euch einfach durchaus länger auch erhalten, ne? Weil YouTube legt da so ein bisschen Wert, sehr viel Wert auf Quantität und weniger, ob jetzt Inhalte wirklich irgendwie fürs Leben durchaus wichtig sind oder so, ne? Und gute Begleitung sind und Antworten bringen, ja. Ja, von daher, das ist auch völlig kostenlos, ja, falls ihr da Sorgen habt. Das Abo ist völlig kostenlos, ne? Da braucht ihr nichts zu bezahlen, ne? Ja, es ist lediglich, dass wir uns einfach auch zueinander stellen und ja, einfach leichter auch wiederfinden, ne? Ja. Lasst uns schauen, was zeigt sich denn hier für euch? Es ist natürlich eine allgemeine Legung. Ihr könnt die für euch nehmen, wenn ihr Sonne, Mond, Venus, Aszendent im Löwen habt. Ansonsten bei einem anderen Aspekt in diesen anderen Sternzeichen in diesen Aspekten, dann schaut auch gerne in die Legungen hinein und schaut auch zu späterer Zeit noch einmal hinein, denn es ist ja für einen längeren Zeitraum. Ne? Da kann sich vielleicht auch manches dann noch ein wenig hinziehen oder hat vielleicht auch schon begonnen, Zeit ist fließend. Ja, schaut einfach, ne, wie er in Resonanz geht. Macht nichts auf Biegen und Brechen passend. Aber ja, es kommt halt die Botschaft auch durch, die durchkommen soll. Und vielleicht ist es besonders angenehm, aber manchmal wird auch Unangenehmes getriggert und soll dann besonders auch beachtet werden, angeschaut werden. Lass uns schauen, was sich zeigt, ne? Bei anderen hat sich auch schon sehr viel Positives, Interessantes da gezeigt. Schauen wir bei euch. Es gibt auch hier eine Fortsetzungslegung über den Link in der Infobox, ist sie zu erreichen. Ja. Und da schauen wir dann mit dem großen Blatt der Lernaufgabe noch genauer hinein. Was zeigt sich denn hier als Lernaufgabe für euch? Der Mond, ja. Der steht für Intuition, tiefe Sehnsüchte, ja, auch ne, für Unbewusstes, Geheimnisvolles, ja, Unbewusstes mit, das vielleicht ein wenig rumort, ne, und mit dem sich auseinandergesetzt werden möchte, ne, vielleicht so Prägungen und Themen, die eine gewisse Rolle spielen und Einfluss auf eure Liebesentwicklung da auch haben könnten, auf euer Beziehungsleben. Ja, aber der Mond steht durchaus eben auch für Erfolg. Ja, da möchte vielleicht auch etwas in den Erfolg kommen, in der Liebe. Schauen wir mal genauer hinein. Also, ne, der Mond liegt dann sozusagen auf dem Platz des Kreuzes, im großen Blatt. Insofern Lernaufgabe, Herausforderungen, aber mit der ihr einfach auch gesegnet seid, ja, wenn ihr einfach das auch angeht, ne. Anschaut, ja. Ja, nein, halt hier noch nicht. Hier erst einmal. Ja, das Haus. Mensch, Stabilität, ja, Gesundheit, ne, da geht's dir einfach gut, geht's dir mit deinem Umfeld gut. Kommst du vielleicht auch, ne, tatsächlich in häusliches Miteinander, mit einem Gegenüber. Ja, vielleicht gibt's auch im häuslichen Bereich da, ja, Sachen, die dir Sorgen bereiten, ja, einmal näher angeschaut werden wollen. Schauen wir noch in das Tarot hinein. Gib auch da deine Energie noch einmal hinein. Dann ziehen wir uns dazu zwei Impulse. Ja, da gibt's was zu feiern. Ja, Stabilität, ja. Ja, bist du glücklich einfach auch über
ja, das, was sich zeigt, was sich entwickelt, Glücklichkeit miteinander. Vielleicht gibt es auch tatsächlich, wird ein gemeinsamer Hausstand gegründet, sozusagen. Gemeinsame Stabilität gibt es vielleicht auch na, hinsichtlich einer Hochzeit zu feiern oder Familiengründung. Ja, jedenfalls sehr glückliches Miteinander. Ja, na schauen wir weiter. Ja. Bist du auch sehr dankbar dafür? Ne? Geht es gesellig zu? Ja, schauen wir weiter. Das Buch. Ja. Da kann es hier plötzlich entweder um Geheimnisse gehen, die auftauchen im Miteinander, aber vielleicht wird auch hier ein neues Kapitel miteinander aufgeschlagen. Vielleicht durch Nachwuchs. Schauen wir mal noch genauer hinein, was sich da zeigen möchte. Ja, bestimmte Veränderungen. Ja. Vier der Schwerter und acht der Kelche. Ja. Gibt es Kennenlernen vielleicht auch, ne? Vielleicht wird sich gemeinsam, das kann für gemeinsamen Weg stehen, ja, dass sich hier gemeinsam einfach auch in Rückzug begeben wird. Ja, auf den Weg gemacht wird. Ne? Das kann ja zum Beispiel einfach auch Urlaub sein, ja. aber das kann natürlich einfach auch bedeuten, ne, dass hier ja, so ein bisschen ja, Geheimnis entsteht, ne? Durch eben Rückzug vielleicht. Ja, auch in Genesung gehen, in Heilung. Ja, sich aufmachen, schweren Herzens aufmachen, zu zwei Kelchen, ja. Ja, so gesehen kann es dann einfach auch bedeuten, ne, dass hier in diese Glücklichkeit hinein drei Kelche kommen, ne? Ich hab's das gar nicht so vermutet, aber der, ja, der Zungenschlag kann auch mit dabei sein, ne? Eben, dass in einer einstmals stabile Beziehung, glückliche Beziehung, hier eine dritte Größe hineinkommt, ne? Eine Dreierkonstellation entsteht und diese dritte Größe muss nicht unbedingt ein Mensch sein, ne? Das kann auch etwas anderes sein, nee, etwas sein, ne? Zum Beispiel, dass eben sehr viel Arbeit hineinkommt oder dass ja, Nachwuchs ja, ansteht, ja? Nachwuchs hineinkommt. Glücklichkeit miteinander herrscht, ja. Aber dass natürlich einfach auch noch mal so einiges in Aufruhr bringt, ja, durcheinander bringt, hier noch mal neu auch miteinander dazugelernt werden muss, ne? Ja, zu neuer Klarheit gefunden werden muss. Ja, und da geht man natürlich erstmal auch in Ungewissheit hinein, ne? Gerade wenn eine Lebenssituation eben noch gar nicht so bekannt und vertraut ist, ne? Vielleicht ist es das erste Mal, dass er da auch Kinder bekommt, Nachwuchs bekommt. Ja, ne? Aber da macht ihr euch auf, machst du dich mindestens auf zu deinen zwei Kelchen, ne? Also es ist ja eigentlich Partnerschaft auf Augenhöhe, ne? Aber das kann auch eben wirklich etwas sein, was einen ganz in den Fluss bringt, ne? Ganz liegt, ja, wohltut, ne? Und ja, einfach auch Situationen, vormalige Kapitel, Lebenskapitel einfach ja, überwinden hilft, ne? Die
unzufrieden gemacht haben, ne? Aber, ne, das kann hier durchaus einfach auch sein, ne, dass du dich aus deiner Situation zurückziehst, aus der, ja, eigentlich zunächst glücklichen Situation zurückziehst, um, ja, über dein Weitergehen klar zu werden, ne? Über das, was dich unzufrieden macht, ne? Worin miteinander, aber vielleicht auch für dich selber nur ein neues Kapitel aufgeschlagen werden darf, ne? Ja, da gehst du dann ein Stück weit eben auch in die Ungewissheit hinein, ne? Angezeigt durch den Mond eben, ne? Aber es wird sich lohnen, ne? Denn wirklich zum Ziel stehen ja die zwei Kelche. Die zwei Kelche zu finden, zu erlangen, ne? Das, was einen wirklich glücklich macht, das kann entweder wirklich die Beziehung sein, die, ganz auf Augenhöhe dann ist, ne? Oder eben dein ganz eigener Weg. Schauen wir mal weiter. Ich muss jetzt mal weiterschauen, ne? Vielleicht ist es auch ein Gegenüber, ne, der sich zurückzieht. Oder, was einfach ja auch noch reinkommt, ne? Ja, dass du aus deiner Zurückgezogenheit selber einfach auch dich aufmachst, ne? Dann nun wirklich das für dich geklärt hast einfach, ne? Was dich wirklich glücklich macht, ne? Wo du hin willst. Das einfach ja zur Genüge einfach auch bedacht hast sozusagen und dich dorthin auf den Weg machst, ne? Sorgen, Zweifel, Ängste, da geht etwas in den Verlust. Schauen wir, was das ist. Was ich hier noch zeigen möchte. Der König der Schwerter und der Narr. Der Narr ist hier, ne, die große Arkana, schon eine sehr bedeutende Energie. Naja, der König der Schwerter, ne, das kann für eine konkrete Person stehen, vielleicht auch verbunden, ne, mit dem Luftsternzeichen, ja, Zwilling, Waage, Wassermann. Ja. Das kann aber eben auch durchaus für einen Anwalt stehen. Einen Berater, ne, einen Menschen, auf alle Fälle auch mit sehr viel Weisheit, Klarheit, Lebenserfahrung. Ne. Ja, das kann für dich selber stehen, dass du hier, ne, sehr in Klarheit und Entschiedenheit kommst und ja, dich
ganz entschieden aufmachst, ne? Den Sprung wagst, ne? Trotz mancher Selbstzweifel auch, ne? Vorangehst. Ja, den Neustart, ne? Der nah ist absolut Tabula Rasa Energie, ne? Absoluter Neustart. Ja, und da möchte eben etwas vorangehen, ne? Und der König ist der Ende, das Ende des Schwerterzyklus, ne? Da ist eben dann wirklich auch etwas auf ein Höchstmaß gekommen, ne? Du hast einfach auch genügend Lebenserfahrung, ne? Dass du dir nichts weiter vormachen lässt, ne? Und ja, da vielleicht einfach auch etwas durchaus beendest, ne? Was dich nicht wirklich zufrieden macht, ne? Dass du dich entweder ganz konsequent, ne, dann auf den Weg machst zu deinem Zweikelchen, ja, deine, ja, Selbstzweifel da auch überwindest, ne? Und wirklich ganz stark startest, ne? Also wir haben hier ein Ende und hier einen Neuanfang, ne? Vielleicht eben auch den Neustart mit einem König der Schwerter tatsächlich wagst, ne? Aber wir haben hier den Verlust liegen, ne? Eben gerade nachdem etwas hier auch so in Unklarheit gekommen ist, ne? Sehe ich es eher, ne, dahingehend an, dass du, ne, wirklich in deiner Reife, in deiner Erfahrenheit einfach auch dann sehr konsequent und straight deinen Weg gehst, ne? Eben gerade vielleicht, weil ja dir die Glücklichkeit wichtig ist oder eben weil du damit nicht gehen, weitergehen magst, dass hier, ne, eine dritte Größe die Beziehung auf Augenhöhe stört im häuslichen Miteinander. Ja. Hier hast du dich dann schon, ne, sozusagen ein Stück weit zurückgezogen und das für dich geklärt, ne, dass du dich jetzt aufmachst, ne, zu zwei Kelchen, ne, zu einer Beziehung auf Augenhöhe, da wo Respekt, respektvoller Umgang zueinander herrscht, ne? Einfach auch, ja, ein gewisses Niveau, ne? Ein gutes Kommunizieren miteinander, ne? Und ja, solche Situationen, ne? Dreierkonstellationen einfach auch nicht mehr dulden magst. Du möchtest ein neues Lebenskapitel aufschlagen, ne? Ja. Und das wird ja auch ganz deutlich angezeigt, ne? Mhm. Also, ne, das neue Lebenskapitel wird aufgeschlagen, erfolgreich, indem du entweder, ne, auch etwas, was dich unterbewusst, ne, zurückhält, klärst, in die Klärung bringst und dadurch frei wirst, ne, voranzugehen, oder indem du wirklich hier auch eine Situation hinter dir lässt, beendest, die, ne, durch irgendeine Drittgröße die Glücklichkeit miteinander stört, ne? Entweder indem du wirklich eine Beziehung ganz dann beendest oder hier zumindest wirklich auch sehr starke Klärung reinbringst, ne? Ja, vielleicht auch durch
durch Eheberatung, ne? Und dadurch Neuanfang möglich wird. Ja, was haben wir an der Unterseite des Kartendecks? Den Page der Schwerter, ne? Bube der Schwerter. Und das ist auch so ein Stück weit Neuanfangsenergie, ne? Frische, startende Energie, die beobachtet das einmal, ne? Hält Ausschau, lernt hinzu, ist interessiert am Kennenlernen, am ja, Erkunden, ist offen, ne? Für ja, einfach auch Inspiration von der göttlichen, geistigen Welt her. Ne? Ist kommunikative Energie natürlich, ne? Eben das Kennenlernen. Ne? Ja, da bin ich auf die Fortsetzungslegung dann gespannt. Ja, was sich da noch genauer zeigt, ne? Welche Konstellationen dann auch, ne? Schauen wir mal noch, was das Liebesorakel jetzt hier sagt, was ihr euch gegenseitig an Botschaft mitgeben mögt, ne? Ja, was möchtest du deinem Gegenüber mitgeben? Ein Geheimnis. Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Ja, na, vielleicht ist da einfach, bist du an und für sich einfach auch sehr glücklich, ne? Aber kommt vielleicht einfach auch jemand rein, lernst du jemanden kennen, ne? Mit dem du schon auch sehr glücklich bist, ne? Und ja, vielleicht auch in häusliche Stabilität gehen möchtest, aber der sich so ein bisschen zurückhält, ne? Zurückzieht. Ja, was gibt dein Gegenüber dir mit? Verwandlung. Deine Beziehung zu einer bestimmten Person wird von Tag zu Tag intensiver. Ja, für euch beide. Oh, Erfolg. Der Erfolg. Habt Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Naja. Vielleicht kommst du dadurch auch in Stabilität, ne? Dadurch, dass du ja einfach auch in Leichtigkeit kommst, ne? Ja, einfach auch das Leben so ein Stück weit genießt, ne? Mit anderen zusammen, auch mit Freunden zusammen. Ja. Da vielleicht auch jemanden kennenlernst, ne? Vielleicht sogar auch bei einer Feierlichkeit bei dir zu Hause. Ja. Und hier ja auch noch unklar ist, ja, was das für ein Mensch ist, ne? Es muss erst erkundet werden. Du beobachtest das. Ja, hast da vielleicht so ein Stück weit deine Zweifel, wie du damit weitergehen möchtest, einfach auch aufgrund deiner Erfahrungen, ne? Bist da vielleicht einfach auch wirklich sehr, ja, durch auch Verluste geprägt, ne? Auch Scheidung vielleicht, ne? Der König der Schwerter, Königin der Schwerter, das steht auch ganz gern mal für geschiedene Personen oder, ne, auf alle Fälle getrennte Personen. Ja, aber hier wird gleichzeitig einfach auch der Mut, ne, zum Sprung hin in einen Neuanfang angezeigt, ne?
damit vielleicht ja, die Herbstzeit auch nochmal spannend werden, ne, was sich da zeigt, ne, wie sich vielleicht ein neues Lebenskapitel dann tatsächlich auch entwickelt. Ja, aber du bist ja einfach auch klar, ne, dass es so nicht mehr weitergehen kann, du das so nicht mehr weiter erleben möchtest, entweder ein Miteinander oder eben dein Single-Sein, dein Zurückgezogen-Sein, ne, und ja, oder ne, ohne einen bestimmten Menschen da gehen zu müssen. Ja, was gibt denn das Engel der Liebe Orakel hier noch als Tipp mit? Religiöse Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Ja, die Glaubenssätze, ne? Die da so immer wieder an einem nagen. Ja, hier steht eben durchaus eben auch Familie so ein Stück weit im Hintergrund, ne? Dein Lebensumfeld. Hast du ja, da einfach auch vielleicht eine bestimmte ja, Prägung, ne? Ein bestimmtes Bild von Glücklichkeit, von Familienleben, ne? Auch von ne? Lebendigkeit, Fröhlichkeit, ja, sowieso, wie es vielleicht bei euch zu Hause zugeht, ne? Zuging. Ja, und gehst da vielleicht einfach auch sehr entschlossen, ja, und geschützt und geführt, machst dich selber auf, ne, zu deiner Beziehung auf Augenhöhe, wagst den Sprung, ja, vielleicht auch aus dem bisherigen familiären Umfeld heraus, ne. Vielleicht bist du da einfach auch noch sehr stark eingebunden in deine Ursprungsfamilie. Ja, Aber hier steht der Erfolg auch, ne? Ja. Ja, geh Schrittchen für Schrittchen, ja. Der Page, der macht jetzt keine großen Sprünge, ne? Der schaut sich alles sorgsam dann auch an. Hier haben wir Verlobung. Dein Liebesleben erreicht eine neue Stufe der Hingabe. So. Ja. Naja, eben, das kann eben für die Version stehen, wo hier auch etwas miteinander gefeiert wird, ne? Das ein häusliches Miteinander. Ja, es stecken hier verschiedene Szenarien drin. Da schaut einfach, ne, welches mit euch da wirklich in Resonanz geht. Ja. Dann seid sehr herzlich eingeladen und verwiesen auf die Fortsetzungslegung. Und falls wir uns da nicht gleich sehen, dann ja, wünsche ich euch alles Gute, einen gesegneten Weg. Euch allen natürlich, ne? Aber auch wenn wir eben uns jetzt nicht gleich sehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.